Gospel is spreading the word of God, Jesus, and the Holy Spirit, and touching the souls and trying to save the people in this world, to bring them under one God, one Jesus, one Holy Spirit. And this is what we're singing about, to touch the hearts and the souls and to wake up the people and bring one people under one God. Whether you're black, whether you're white, Hispanic, God loves us all. Jesus shedded the blood on the cross for us all. So that's what we're here to do. And I can spread it on to my brother over here.
that he gives you a word, what it's about. Think what gospel is. Gospel is spreading the word of God. You know, when Jesus came to the world, he was like a servant of God, and he went around saving souls in the world and trying to make people to know the word of God. And this is what we call gospel. Gospel is spreading the word of God, spreading the love of God. Let people know that he is real. God is real. That's why I can say it was gospel is. Amen. Brother. Gospel has one big meaning, and that is love. The Bible, Jesus said, if you love your neighbor as you, we should love our neighbors as ourselves. That means love your neighbor as yourself. Mean the love you can give to yourself, give it to somebody else. And if you love your neighbor as yourself, you won't harm your neighbor. You won't kill your neighbor. You're able to live with everybody in one love. And so in one word, I say the gospel is love. Amen. Love. I come to you. For me, I would say gospel is love, just like my brother rightly said before. We believe by the time, if you check around, you'll see we're different culture, we're from different parents, we're from different backgrounds, we have different problems, but we coming together to come and form this family. That's why that love is needed, and that is what we are sharing. That's good news to tell the world that we are, I mean, that Christ is born and Christ is alive and Christ is love, and that is what gospel. Yeah. Okay. That's what Naja, die haben schon fast alles gesagt. Ich wollte nur zurückgehen auf die Meinung von diesem Wort, was dieses Wort eigentlich bedeutet. Gospel bedeutet eigentlich Evangelium, kommt von das Wort Evangelium. Und das ist genau das, was sie alles sagen. Glaube, Hoffnung, Liebe. Und
Name sagt eigentlich alles. Und sie machen das, das ist ihre Kultur. Sie machen das und ich spüre dasselbe. Und ich bin wirklich glücklich, ein Teil davon zu sein, dass ich das mit denen teilen kann. Wenn man das spielt, geht das mit in die Musik, wenn man auf einem Instrument spielt? Natürlich, ja. Gospel hat andere, wie soll ich das sagen, andere, das ist anderer Stil, spezifischer Stil. Mhm. Und Gospelmusiker spielen anders, harmonisch auch. Und alles, der kann das bestätigen auch, natürlich. Und stilistisch auch anders. Alles klar, dann freuen wir uns aufs Konzert und alles Gute. Danke. Danke. Okay. Ich habe die Gabi Hoffmann vor dem Mikrofon. Es war ein traumhaftes Konzert. Man kann nur sagen, wow. Wie kommst du so tolle Leute? Erst einmal danke. Dann auch danke für die Kooperation, die du eigentlich mit Hoffmann Events hast. Ja. Ich finde es ganz toll, dass du uns so begleitest. Ja, wie komme ich zu solchen tollen Sängern? Ich kenne die Bette Davis schon sehr, sehr lange. Ich halte mich auch sehr viel also bei den Gospelsängern auf. Gospel waren schon immer meine Leidenschaft. Natürlich habe ich da sehr enge Kontakte. Ich bin auch in den Kirchen, also in den freien Kirchen, wo sie auch singen. Und so komme ich auch zu den Sängern. Aber nicht nur darüber, sondern auch, wir haben schon mal kurz darüber gesprochen, über die Afrika-Tage. Und da lernt man immer wieder neue Menschen kennen und gibt denen dann quasi auch die Chance. Mary, did you know that so baby boy will one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy will sing us songs and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you this child that you delivered was so delivered you. Diese Truppe, die wir jetzt haben, die bleibt jetzt einmal für die nächsten Jahre auf alle Fälle bestehen in dieser Konstellation. Wir haben auch schon sehr viele Buchungen. Ich habe es auch schon erwähnt, wir sind jetzt in der Steiermark, wir gehen dann noch nach Tirol, Galtür. Da ist auch der Pilgeri dabei, wo wir uns wirklich sehr, sehr darüber freuen. Und ich hoffe, dass wir nächstes Jahr schon ab Oktober komplett ausgebucht sind. Also ich arbeite schon daran und ich denke einmal, dass ich nächstes Jahr nicht nur Samstage, Sonntage habe, sondern auch schon mit Donnerstag beginnen mit den Konzerten. Um eine Künstlerin herauszunehmen, Bette Davis,
Weltstar. Ist ein Weltstar und ist ja keine Unbekannte. Ne? Nein, nein. Also die hat wirklich mit Whitney Houston, mit Michael Jackson, also sie kennt die ganzen Großen. Sie hat seinerzeit den Soul-Train von Beginn an mitgemacht. Ja. Daher ist sie auch bekannt aus Madame Butterfly, weil sie hat auch immer Blumen oder Schmetterlinge in ihren Kopfschmuck drinnen und sie ist halt bekannt und wenn sie in Amerika unterwegs ist, in ihrer Heimatstadt, also da muss sie auch mit Sonnenbrille und so gehen, weil sie von jedem noch erkannt wird, weil auch in Amerika ja dieser Soul Train immer noch läuft, ja, und wenn du jetzt das in Google eingibst, Soul Train, ja, und du schaust dir so Live-Schnitte an, siehst du die Pat Davis, ja, also und das ist halt natürlich ein großer Star und wirklich nicht nur von der Stimme her, auch vom Tänzerischen. Sie hat unter anderem auch den Michael Jackson trainiert und Moves gelernt, ja. Er hat immer zu ihr gesagt, also ich kenne diese Geschichte halt eben auch von ihr, weil sie mir sie erzählt hat, ja. The Crazy Dove is coming, ja. Also das war halt immer, weil sie ist sehr lustig und sie ist auch immer in Bewegung. Also du siehst die Pat nie irgendwo ruhig sitzen, ja. Also die muss immer irgendetwas machen. Ah. Yes, sir. Come on now. And the moon will promote to the sea. I won't cry. No, I won't shed no tears, just as long as ever my Jesus, my Lord, is dying by me. Whenever we're in trouble, please send no harm to me. Sehr quirlige Person. Also wenn man sich die Künstler anschaut, sind ja jeder für sich eigentlich auch eine Virtuose. Der eine könnte ohne weiteres in einem Opernhaus auftreten. Ah, unser Prinz, ja. Der hat eine sehr ausgeprägte Stimme, das ist richtig. Er ist auch nicht nur Sänger, er spielt Keyboard, Gitarre, er ist ein Multitalent. Ja? Und auch unser Raimund, also der, wie du richtig erkannt hast, also die Michael Jackson Stimme in sich trägt, ja, der ist genauso besonders. Also jeder einzelne Sänger, auch der Emanuel, ja, die singen auch regelmäßig in den Kirchen. Die sind sehr gottverbunden. Du hast es auch gemerkt, sie haben dazwischen immer wieder Predigen gegeben. Ich hoffe, dass das auch angekommen ist bei vielen Menschen, weil sie eben diese Botschaften, die ich zuvor angekündigt habe, immer weitergeben wollen. Ja? So wie das der Earth Song, ganz klar, nicht? Oder Heal the World. Ja? Das sind Songs, wo eine Botschaft hinausgeht. Hallo, wir sind hier auf Besuch auf der Erde. Die gehört nicht uns. Wenn ich mir jetzt von dir etwas ausleihe, möchtest du, dass ich dir dieses Ding, was ich mir ausgeliehen habe, wieder zurückgebe, aber in Ordnung, nicht kaputt oder so. Also und die Erde ist für uns auch nur geliehen und wir sollten auf die Erde aufpassen, in jeder Hinsicht, dass wir sie nicht kaputt machen und auch noch unsere Kinder und Enkel und so weiter auch noch eine schöne Erde haben, weil im Grunde genommen ist es hier sehr schön. Was mir besonders aufgefallen ist, Sie sind ja Stars, ja.
und haben aber die Bodenhaftung nicht verloren. Wir haben ja das gemerkt, wie wir bei Ihnen in der Kabine, also in der Garderobe waren, plaudert haben. Also es war richtig eine gemütliche Sache und Sie haben einfach die Bodenhaftung nicht verloren. Das ist richtig. Und die sind auch sehr, also sie harmonieren auch irrsinnig gut miteinander. Ich hatte schon einmal, also Freedom Gospel and Soul Singers in einer großen Formation, dann in einer kleineren. Aber das ist derzeit die beste Harmonie, die wir in der Gruppe haben. Und darum kommt das auch so extrem hinüber zu euch. Diese Energie, dieser Spirit, man spürt das richtig. Und es sind deswegen alle bodenständig geblieben, weil sie ganz einfach, sie leben hier, sie haben sich hier komplett integriert. Ja. Die Pat war jetzt erst wieder einige Wochen in Amerika, aber sie kommen immer wieder hierher, ja, können gar nicht jetzt da irgendwo so Starallüren haben oder so, ja. Die sind auf den großen Brettern gestanden, aber sie stehen auch gerne auf kleineren Bühnen. Und weil da spüren sie viel mehr, weil da kommt viel mehr auch vom Publikum rüber. Und das ist das Wichtige und dadurch sind sie so bodenständig. Wer das heute versäumt hat, hat noch ganz schnell in der Nähe eine Chance, nämlich in Großengersdorf. Ist gar nicht einmal weit von da entfernt, auch von Wien nicht weit entfernt. Also es zahlt sich auf jeden Fall aus, nach Großengersdorf zu kommen, ins Gasthaus Lebenszeit. Es gibt noch Karten, die kann man über Hoffmann Event erwerben oder direkt im Gasthaus. Und es zahlt sich auf jeden Fall aus, weil es ist eine Batzenstimmung gewesen und ich glaube, das sollte man sich nicht gehen lassen. Ja, also es ist dieselbe Truppe wieder dort, also komplett, außer unser Kruno, Professor Kruno, der ist nicht dabei, weil der ein anderes Konzert in einer Kirche hat. Das war aber schon sehr, sehr lange vorher gebucht. Dadurch ist nur er nicht dabei. Alle anderen kommen, also das ist kein Problem. Super Stimmung und tolle Leistung ist garantiert, also ab nach Großengersdorf. Ja, würde ich sagen. Ich hoffe, es kommen dann viele wieder hin, ja. Dankeschön. Danke auch, Dankeschön. Gratulation. Thank you very much. Super Konzert. Thank you very much. Wie wart ihr zufrieden mit dem Publikum? It's one of the best publicum I've ever had. And they were just playing along with us. They were walking with us. They were singing. That's one good thing about it. Is I would love to have this kind of stage another time because they're a wonderful audience. I want to have them again. Yeah. Das Publikum toll mitgegangen, war ein total, wirklich tolles Konzert. Wonderful. Yes, it was so great. And you're right, the publicum is just so wonderful. All the energy and wow, we gave something to them and they gave something to us because they enjoyed it so much. And what more could you ask for? Everybody left happy, we're leaving happy and hopefully we can come back again next year. It was really enjoyable. We really enjoyed it. Es hätte noch ein paar Zugaben verdient. für das war wir eigentlich nicht bereit, aber wir würden schauen, dass bei nächstes Mal, dass wir sowas machen. Mehr für die Zugabe. Mehr Zugabe. Aber es wird schon. Wonderful Konzert. Tolle Leistung und super Stimmung und ist ins Herz gegangen. Thank you so much. Thank you for you guys too. Wow, that you want to interview us because you see something that you like. And we love you guys too. Thank you. Dankeschön. Thank you. And I know he will change. I'll say.
Stimme könnte für die Oper sein. Oh, für die Oper, ja, kann man, ich weiß nicht, vielleicht kann man das, ich weiß noch nicht, aber wenn die Leute sagen, ja, du solltest auf Oper singen, dann muss ich. Auf jeden Fall. Ja, danke vielmals, aber das ist ein schönes Kompliment. Man merkt, die Musik kommt aus dem Herzen. Ja. Yeah. Von meinem Land, wo ich komme, das ist, Musik ist wie unsere Leidenschaft. Wir machen das mit unserem ganzen Herz und ganzen Körper. Es ist immer so. Aber eigentlich, meine Stimme kommt von meiner Mutter. Sie ist auch eine Sängerin. Und so ist kommt aus der Familie? Aus der Familie, genau. So sagen wir so. So we careful, joyful giving. Create the world, no fear. Together we cry happy tears. Fear, dread, stop existing, stop living. There are fears that outweighs. Love enough for us growing. Make a better world. Und da haben wir eine fantastische Stimme. Also das Lied war spitze und ganz toll. Vielen Dank. Ja, also seit ich klein war, habe ich gemerkt, dass ich singen kann. Im Spezial, dass ich Michael Jackson, also ich liebe Michael Jackson. Er ist ja tot, aber er ist mein Vorbild. Und wegen ihm liebe ich Musik. Und immer wenn ich seine Lieder singe oder irgendwas mit Gospel, immer wenn ich halt denke, was er gemacht hat, er hat so viel gemacht für die Welt und für viele Leute, für arme Leute, kranke Kinder und so viel. Und ich würde das auch gerne machen. Darum liebe ich Musik. Also durch Musik kann man viel sagen. Also viele Leute kann dann so was bekommen. Und das hat Michael Jackson gemacht und das will ich auch machen in der Zukunft, also wenn ich das kann. Und ich hoffe, ich kann das. Darum liebe ich Musik, darum mag ich Musik. Also ich glaube, wenn Michael Jackson das Lied gehört hätte, wäre er aufgestanden, hätte er applaudiert. Ja, vielleicht. Vielleicht, ja. Ja. War ganz ein tolles Konzert und danke, dass wir euch hören danke durften. Vielen, danke, vielen Dank. Dankeschön. Danke. Danke. Sehr gut.